Wohnungsbau im Kaliningrader Regierungsviertel auf hohem Preisniveau. Wiederbelebung des Autokinos auf dem Prospekt des Sieges. Start für weitere Fassadenrenovierung im Stadtzentrum. Kaliningrader Rentner reicher als bisher bekannt. Unerwartet schnell neuer Chefgerichtsvollzieher in Kaliningrad. Es folgen die ausführlichen Informationen. Der Neubau von Wohnungen in Kaliningrad wird auch während der Corona-Krise in hohem Tempo fortgesetzt. Neben den preiswerten Wohnungen in großflächigen Neubaugebieten am Stadtrand werden auch hochwertige Immobilien im Stadtzentrum errichtet. Eines der begehrtesten Objekte in der Regierungsstraße Ulica Danskovo steht kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten. Hier beginnen die Kosten für einen Quadratmeter mit 80.000 Rubel, während der Durchschnittsquadratmeter sonstiger Neubauwohnungen bei rund 55.000 Rubel liegt. Im Jahre 2009 wurde das erste Autokino in Kaliningrad auf dem Prospekt Pabirdi eröffnet. Im Jahre 2016 stellte das Kino seinen Betrieb wieder ein. Jetzt, im Rahmen der Krise, wird das Kino instand gesetzt. Die erste Filmvorstellung begann am 8. Mai. Das Kino ist gegenwärtig völlig konkurrenzlos, denn es ist das einzige Autokino in Kaliningrad und auch alle anderen Kinos sind gegenwärtig während der Corona-Krise geschlossen. Gegenwärtig laufen die Vorbereitungsarbeiten für die vollständige Fassadenrenovierung aller Häuser rund um den Platz am Museum der Bildenden Künste im Kaliningrader Stadtzentrum. Ursprünglich war die Renovierung bereits im Jahre 2019 geplant. Jetzt werden die Arbeiten bis Ende 2020 abgeschlossen. Das Gesamtprojekt kostet 100 Millionen Rubel. Davon bezahlen die Besitzer der Wohnungen in diesen Häusern im Rahmen des Fonds der Eigentümergemeinschaft 5 Millionen Rubel. 95 Millionen Rubel kommen aus Gebiets- und Kommunalkassen. Ein 35-jähriger Taxifahrer nutzte die Gelegenheit, einen Kaliningrader Rentner, der im betrunkenen Zustand seinen Service nutzte, um 305.000 Rubel durch Abhebung von seinem Kartenkonto zu erleichtern. Neben dem kriminellen Fakt, begangen durch den Taxifahrer, kommentierten Leser der Meldung in den Kaliningrader Medien mit der Bemerkung, dass wohl doch nicht alle Kaliningrader Rentner mit einer Mini-Rente leben müssen. Vor einer Woche wurde der Chefgerichtsvollzieher des Kaliningrader Gebietes entlassen. Begründet wurde dies mit der Abschaffung dieser Funktion. Nun hat Kaliningrad einen neuen Chefgerichtsvollzieher, vorerst beauftragt mit der Amtsführung. Es handelt sich um Oberst Alexei Atschkalow, der in der gleichen Funktion im Orenburger Gebiet seit 2015 tätig war. Die Kaliningrader Supermärkte haben begonnen, ihre Ware mit neuen Preisschildern zu versehen. Man geht von der Praxis ab, Waren mit einem Preis pro Kilo zu versehen. Jetzt zeigt man den Preis pro 100 Gramm. Diese Preiseausschilderung ist für den Kunden verständlicher, kommentiert ein Vertreter der Sparsupermärkte. Die Kaliningrader Eisenbahn hat einen Rückgang der Passagierzahlen um bis zu 86% im Monat April im Vergleich zum Monat April 2019 zu verzeichnen. Insgesamt wurden im April nur 51.200 Passagiere transportiert. Seit Anfang des Jahres sind die Passagierzahlen um 22,8% rückläufig.